Hallo ihr Lieben, hier ist Susanna von MyStampArt. Ich begrüße euch. Ich möchte euch heute gerne ein paar Infos geben zu den neuen Stanzschablonen, die es ab Februar geben wird. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe sie abgestempelt oder die Stempel dazu abgestempelt und ausgestanzt und will euch heute zeigen, was damit alles geht. So, wir beginnen mit den Stanzformen Gedanken der Natur. Die Stanzformen passen zum Stempelset Positiv Thoughts, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Das ist ein Stempelset mit englischen Sprüchen, aber mit sehr, sehr schönen Motiven, wie ich finde. Ihr bekommt dafür diese Menge an Stanzschablonen. Das sind 11 Stück. Gedanken der Natur heißen sie, hatte ich schon gesagt. Ihr habt hier also so einen Rahmen, eine Bordüre. Ihr könnt diverse Teile ausstanzen und habt aber auch noch Zusatzelemente zum Dekorieren. Ich habe das alles mal ausgestanzt und für euch aufgeklebt. Jetzt muss ich mal schauen. Diese Bordüre hier unten ist noch ein kleines Stückchen länger. Ich hatte nämlich erst mein Papier zugeschnitten und dann erst gemerkt, oh Gott, das Teil ist ja etwas länger und müsste hier noch mit dran. Aber da seht ihr auch gleich, dass man das einfach nur hier abschneiden muss, um das dann der Länge nach anzupassen. Ihr habt also einmal dieses Rechteck hier mit den gestitchten Rändern, finde ich sehr schön. Dann habt ihr hier so ein Blümchen, das hier nochmal so ein bisschen so eine Details hat. Wenn ihr das über das Stanzbein zieht, dann könnt ihr die so ein bisschen rausbringen, wie man das hier sieht. Dann habt ihr dieses Blatt, was sehr schön ausgestanzt ist, detailreich, ein Schmetterling. Die Feder ist auszustanzen und es gibt auch nochmal eine Feder, die gleichzeitig auch geprägt wird. Der Schmetterling, der gestempelt ist, der bestempelte ist auszustanzen, die Blüte. Und dann habt ihr eben hier auch nochmal kleinere Blättchen und eben wie gesagt diese Bordüre. Dann haben wir das nächste Set. Nennt sich Stanzformen Schöner Tag, kostet 35 Euro. Das vorige hatte auch 35 Euro gekostet. Diese Stanzformen gehören zum Stempelset Special Someone. Auch leider nur ein englisches, aber mit relativ wenig Sprüchen. Daher ja, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Happy Birthday und Thank You kann man auch so verwenden. Was ich an dem Set sehr, sehr schön finde, das sind auch diese kleinen Schmetterlinge, diese kleinen Blüten, die zwar jetzt hier eigentlich in die größeren gestempelt werden ja, können sollen, aber die man ja durchaus auch einzeln nutzen kann. Also finde ich ein sehr, sehr schönes Set. Ausstanzen könnt ihr hier auch alles. Also ihr seht hier einmal den Waschbären, dann habt ihr das Eichhörnchen, die kleine Maus. Dann habt ihr die Blüte. Ich habe jetzt nicht die Farbe mit reingestempelt, sondern einfach nur die Blüten so ausgestempelt, abgestempelt. Die Luftballons könnt ihr ausstanzen und sogar diese Schnur hier für den Luftballon. Zusätzliche Stanzteile sind diese Sprechblase. Dann habt ihr zweimal Schleifchen mit drin, einzelne Blüten nochmal und hier auch nochmal so ein Bündel Luftballonschnüre sozusagen. Und was ich auch sehr schön finde, ist dieses Stückchen Wiese. Das ist tatsächlich so lang wie eine Karte. Können wir mal schnell messen. Wir haben hier 14,8 cm. Also das reicht für eine normale Karte durchaus. Dann haben wir Stanzschablonen oder Stanzformen zum Stempelset Glückskäfer. Das Stempelset Glückskäfer gibt es ja, wenn ihr für 375 Euro eine Bestellung abgebt oder halt als Gastgeberin auf einen Bestellwert von 375 Euro kommt. Ein Stempelset, was total durch die Medien geht. Ich habe leider noch nicht geschafft, etwas damit zu machen, aber das steht auf meiner Liste, wenn ich mal fertig bin mit allem, was so zu tun ist. Bestellungen verpacken, Bestellungen schreiben und so weiter und so fort. Aber erstmal für euch das Wichtige, dass ihr seht, was ihr mit dem Set alles ausstanzen könnt. Ihr habt also für jeden Stempel, bis auf diese kleinen Marienkäfer, für jedes große Motiv habt ihr eine Stanzform. Die habt ihr hier und diese große Blüte, die könnt ihr sogar doppelt ausstanzen. Also ihr habt einmal die Blüte als Ganzes und dann könnt ihr auch nochmal die Blüte sozusagen oben drauf setzen. Ich habe euch das hier ausgestanzt, gestempelt und gestanzt. Große Blüte, das wie gesagt kann hier oben nochmal in 3D drauf.
Dann haben wir die Marienkäfer. Was zusätzlich noch drin ist, das sind auch so zwei, ja, Gräser. Dann haben wir nochmal zwei extra Blätter, die auch gleich geprägt werden beim Stanzen. Dann habt ihr diesen schönen Schnörkel, die man so als Hintergrund ins Papier prägen kann. Und hier eben auch nochmal so einen Stängel mit zwei Blättern dran. Und dann habt ihr auch nochmal zwei verschiedene Blüten zum Ausstanzen, die auch gleichzeitig noch geprägt sind. Also auch ein Set mit sehr, sehr viel Inhalt, wie ich finde. Ihr bekommt 15 Stanzschablonen oder Stanzformen und auch für 35 Euro. Auch für das schöne Celebration Set zum Geburtstag für dich gibt es Stanzschablonen. Das ist, glaube ich, fast mein Lieblingsset, obwohl viele ja die Erdmännchen bevorzugen. Ich finde das ganz, ganz toll. Alleine jetzt schon so vom Stempelabdruck. Die feinen Linien gefallen mir sehr gut. Die Schriften gefallen mir gut. Also, und ich finde es toll, dass es dazu jetzt auch Stanzformen gibt oder ab Februar. Ihr könnt einmal die Torte im Ganzen ausstanzen. Ihr könnt die Blüten ausstanzen. Es gibt hier zusätzlich nochmal einen Tortenständer. Kann man bestimmt auch gut mit dem Set aus dem letzten Jahr kombinieren. Ihr habt hier nochmal ein paar Blätter und hier auch nochmal so ein paar, ja, Zweige oder was das sein soll. Ich habe es euch auch nochmal gestempelt und ausgestanzt. Also wie gesagt, die Torte im Ganzen könnt ihr ausstanzen. Dann könnt ihr nochmal die Blüten in 3D aufkleben. Ihr seht, wenn man hier mit der Schere lang geht, kann man die auch trennen und als einzelne Elemente benutzen. Hier habt ihr die kleinen Blätter. Finde ich auch sehr schön. Die sind gleich geprägt. Und hier nochmal die kleinen Äste und eben dann diesen Tortenständer. Dazu müsst ihr hier einfach unten das Teil abschneiden und dann könnt ihr das hier gut draufschieben. Der passt da ganz perfekt oben drauf. Und das Letzte, was jetzt noch dazu kommt, ist dieses schöne Papier. Ihr bekommt hier 12 Bögen. Es sind jeweils 3 von jedem Muster dabei, die zeige ich euch gleich, und die passen alle entweder zu den Stanzen, zu dem Herzenpaket, zur Stanze kleine Blüte, zur Tulpen-Elementstanze oder auch zur Elementstanze Regenschirm. Jetzt schauen wir gleich mal. Ich finde es sehr schön, das ist hier alles so vintage-mäßig aufgedruckt, eben schon so ein bisschen verblasst, also gefällt mir sehr, sehr gut. Also hier haben wir zur Stanze Regenschirm, diese Regenschirme. Ihr könnt die Stiele ausstanzen und natürlich auch die ja, halb zusammengefalteten Regenschirme. Auf der Rückseite habt ihr einmal Regentropfen bei diesem Papier. Das zeige ich auch nochmal. Dann habt ihr hier Herzen. Jede Menge Herzen in allen möglichen Farben. Auf der Rückseite so ein rosa kariertes Papier. Dann habt ihr hier zur Stanze kleine Blüte, jede Menge Blüten. Auf der Rückseite so ein bisschen regenbogenmäßig Streifen. Und dann habt ihr auch für die Tulpenstanze Tulpen in vielen, vielen Farben. Ich gucke gerade mal, ob man das eventuell... Nee, kann man auch nicht gleich nebeneinander stanzen. Also es ist zwar ein bisschen geschnippelt, dass man, also man muss das dann immer einzeln ausstanzen, denn wenn ich jetzt mit der Stanze hier so rübergehe, wird das vermutlich nicht funktionieren, dass ich das beides, was hier zusammen ist, ja, muss man sich dann mal angucken, ne? Und wenn ich jetzt hier so stanze, macht es natürlich auch nicht so viel Sinn, weil ich dann von der nächsten Tulpe gleich was wegstanze. Also ihr müsst hier immer erstmal das ausschneiden, was ihr ausstanzen wollt, aber dann habt ihr natürlich auch gleich was fertig koloriertes. Und die, auch die Rückseite ist aber auch sehr, sehr schön, finde ich, von der Farbe her. Dieses Grün und so leicht wie abgefeilt oder abgeschliffen. Ja, das waren die Sets, die neu und perfekt abgestimmt dazukommen ab dem 4. Februar. Ich mache meine erste Bestellung auch gleich am 4. Februar, weil ich mir vorstellen kann, dass einiges relativ schnell weg ist. Ihr habt zum Beispiel sehr, sehr häufig das Stempelset hier bestellt. Da kann ich mir vorstellen, dass die Stanzen relativ schnell weg sind. Beim Glückskäfer-Set weiß ich jetzt nicht, wie viele da
als Gastgeber darauf kommen. Da müssen wir schauen. Und auch das könnte ich mir vorstellen, ist etwas, was relativ, ja, vielleicht schnell weggeht oder zumindest gut geht. Man weiß ja immer nicht genau, wie viel jetzt eingeplant war. Ja, also meldet euch, wenn ihr das möchtet, bis Ende Januar und dann bestelle ich das gerne für euch mit. Habt einen schönen Tag. Tschüss.